Hallo Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Ach ja, herrlich ist es hier und weiter geht es mit unserer netten Stadtwache. Was können wir denn jetzt mal machen? Außer mit ihm quatschen brauchen wir ja anscheinend diese Magier-Geschichte. Tja, was haben wir denn hier so? Die Früchte sehen aus wie Weintrauben. In Wahrheit sind es aber Trauben eines Gift-Efeus. Als Kind lag ich wegen denen 2 Wochen krank im Bett und habe die Abenteuer des Ritters Thilo gelesen. Okay. Gifttrauben. Sind die uns irgendwie noch nützlich? Sollen wir ihn jetzt vergiften, oder? Aber ich kann hier auch nichts mehr nehmen. Das Wappen der Stadt Seefels. Ich kenne es von der Landkarte. Sieht auf dem Schild ziemlich heruntergekommen aus. Wie alles hier. Hat der irgendwas, was uns interessiert, an sich dran? Hier war doch gerade eine Dings. Ah, eine Tasche. Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Aha. Ein Riesensandwich. Eine Tasche. Ein Riesensandwich. Mhm. Da können wir die Straße runtergehen. Ich glaube, das war's dann. Dann gehen wir erstmal wieder zurück und quatschen mit dem Magie, Lehrer. Vielleicht hilft er uns ja. Gehen wir mal rein ins tänzelnde irgendwas. Und quatschen mal mit den Spielern nochmal. Entschuldigung. Können Sie mir vielleicht ein Magier-Diplom leihen, Meister Markus? Meister Markus? Ich bräuchte... Psst, ich spiele. Ja, aber ich brauche ganz dringend... Später! Aber ohne Magier-Diplom komme ich nicht... Hör mal, ich habe wirklich gerade keine Zeit. Meine Steuererklärung ist fällig, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Keine Chance. Solange das Spiel läuft, bekomme ich gar nichts von Meister Markus. Ach, immer diese Spielsüchtigen. So, dann, Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird und auch nicht, was die beiden... Blablabla. Können wir da jetzt nicht mal rein? Weil... Wir wollen, dass sie nicht mehr spielen. Es muss wohl sein. Genau. Wir gehen da jetzt rein und gucken mal so, was wir hier machen. Oh! Ach, guck mal. Was zum... Ein haariger Dämon. Er bedient die Maschine. Warum ist hier ein Affe, der hier das alles macht? Okay. Der Papierkorb steht genau unter dem Schlitz in der Maschine. Seltsam. Aha. Können wir mit dem mal Betrachte Server, den haarigen Dämon. Der Dämon scheint schwer beschäftigt zu sein. Vermutlich muss er Tag und Nacht schuften, um das Spiel am Laufen zu halten. Nee, ist klar. Was können wir denn machen hier? Betrachte das kleine Gefäß. Ein kleines schwarzes Gefäß. Könnte ein Tintenfässchen sein. Kannst du das nehmen? Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Kannst du es trotzdem nehmen? Der Dämon könnte... Okay. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Können wir mit seinem Stuhl was machen? Eine ziemlich wackelige Holzkonstruktion, der Stuhl von Server. Aha, okay. Für Safe Games. Ach, Safe Games. Sorry, der musste sein. Ja, aber der war gut. Gibt's bestimmt noch irgendwas. Online steht da. Was immer das heißen mag. Ach, das ist so süß, das Spiel. Was haben wir noch? Zurück ins Gasthaus. Es sieht nicht so aus, als mache er viele Fehler. Wenn die Spieler aufgrund technischer Probleme das Spiel beenden sollen, muss ich wohl etwas nachhelfen. Ja, ich denke auch. Da rumfummeln können wir nicht. Wir können den Stuhl angucken und den Papierkorb. Ist hier vielleicht irgendwas... Können wir den mit einer Banane ablenken? Oder was machen wir mit ihm? Holzkiste? Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Aha. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit. Verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein.
Was für ein Quatsch, oder? Bringe die Karteikarten durcheinander. Dann wollen wir mal den Dämon ärgern. Oh ja, den Dämon vor allem. Lalala. Dann macht er alles wieder ordentlich. Können wir in der Zeit was machen? Den Stuhl vielleicht dann wechseln? Ui, der Dämon ist verdammt schnell. Er muss über unglaubliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Aha, wenn wir das nochmal durcheinander bringen? Der Papierkorb ist leer. Sicher? Der Papierkorb. Können wir vielleicht da was reintun? Der Dämon könnte es bemerken. Können wir es noch? Auf ein neues. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Okay. Hat er gemerkt? Können wir dann hier was machen? Wenn ich den Stuhl einfach wegnehme, wird der Dämon es sofort sehen. Ich muss mir etwas anderes einfallen lassen. Also schnell den Stuhl nehmen. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Also muss ich dann schnell den nehmen. Auf ein neues. Dass der Dämon, der Affe, da jetzt nicht irgendwie... Komm, nimm dir mal den hier. Mach mal. Der Stuhl... Mach doch mal was. Wenn ich den Stuhl einfach wegnehme, wird der Dämon es sofort sehen. Ich... Ja, da muss ich schneller werden. Dann die Hebeltasten gehen. Ich mach mal hier die Sicht. Was habe ich noch nicht gehabt? Vielleicht das Tintenfässchen nehmen, ohne dass er das merkt? Auf ein neues. Weil das ist ja das Einzige, was wir nehmen können. Guck, dann ist er abgelenkt. Nimm dir das mal. Der Dämon könnte es bemerken. Dann mach was anderes. Das ist doof. Betrachte den Safe. Der Safe ist abgeschlossen und ich kann ihn mit Sicherheit nicht knacken. Was kannst du machen? Irgendwie den Stuhl austauschen? Aber anstatt, dass er den jetzt da einfach schnell umgestellt hat, vielleicht müssen wir den vorher nochmal bearbeiten. Du, und da kommt mir eine Idee. Wir haben doch das Glas. Wir könnten uns doch da so eine Käfer holen. Vielleicht haben wir Glück und das sind so Termiten. Und dann mit den Termiten, die können dann den Stuhl zerfressen. Und dann hat er einen wackeligen Stuhl und kann da drauf nicht mehr sitzen. Aber dann hat er eigentlich immer noch den anderen Stuhl zum... Das Getier wird immer noch da ja. sein. Dann hat er immer noch den anderen Stuhl eigentlich, den er nehmen kann. Ja, da ist es. Aber du könntest trotzdem das Glas füllen mit Käfern. In Ordnung. Ich fülle einige Käfer ins Glas. Ich weiß ja nicht, wofür die Käfer gut sind. Fertig. Aber das war auf jeden Fall machbar. Im Glas wuseln Käfer, Wanzen und allerlei anderes Krabbelgetier herum. Vielleicht kann man das irgendwie benutzen oder so. Wir sind ja eigentlich auf einem guten Weg. Die Tür ist verriegelt. Okay, da können wir nichts mehr machen. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Kann man da was machen? Nee, da können wir nicht rein. Ich versuch's nochmal mit den Käfern. Oder ich habe irgendwas übersehen. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Da ist doch noch eine Kiste. Ah, da ist bestimmt eine Säge drin. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Unter anderem eine Säge. Da habe ich eine Säge nämlich gesehen. Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung und sie ist schon etwas angerostet. Aber ich denke, man kann sie noch benutzen. Also das mit den Käfern, das hatte ich noch eh im Hinterkopf mit dem Glas und so. Aber ich wusste jetzt nicht mehr, wofür die sind. Da hätten ja jetzt auch Termiten drin sein können, aber okay, das sollte es nicht sein. Dann haben wir ja es noch einfacher. Dann... Server ist so mit seiner Arbeit beschäftigt, er wird wohl nichts bemerken. Dass der Affe vor allem Server heißt, auch genial. So, wir bearbeiten den doofen Hocker. Der Stuhl steht noch, dürfte nun aber ziemlich leicht umkippen. Und wenn wir den jetzt tauschen, dann nimmt er sich... Nee, ich... Keine Ahnung. Aber wir machen das mal... Auf ein neues. Ba-ba-ba. So. Nimm den Stuhl. Und pack ihn, tausch ihn. Ja, sehr schön.
Und der andere Hocker... Ach, na, ja. Wesen aus Fleisch und Blut hätte das wehgetan. Hey, was ist los? Arg. Hier geht ja gar nichts mehr. Ist der Surfer gegriffen? Ich stehe gerade im eingeschränkten Halteverbot. Ich hab hier bald die Faxen dicke. Da bezahlt man Monat für Monat viel Geld. Die Entwickler machen riesige Gewinne und trotzdem läuft nichts. Das ist doch alles Schrott bei denen. Alles völlig veraltete Technologie. Mir reicht's, ich schreibe eine Beschwerde. Wenn die ihre technischen Probleme nicht in den Griff bekommen, dann bin ich weg. Ich erst recht. Ausgezeichnet. Wie es aussieht, muss ich nur noch für ein zweites technisches Problem sorgen. Und die beiden hören endlich auf zu spielen. Und Server liegt einfach auf dem Boden. Oder macht er jetzt einfach weiter? Oder nimmt sich jetzt den anderen Hocker? Habe ich mir doch gedacht. Also das stimmte schon mal. Er scheint den Absturz gut überstanden zu haben. Aber die erste Beschwerde ist da. Die erste Beschwerde der Spieler ist schon mal im Papierkorb gelandet. Aha. Ja, also hier können wir das dann wieder durcheinander bringen. Und was jetzt? Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Titel... Also das will er nicht machen. Im Hocker geht nicht. Da können wir jetzt wahrscheinlich auch nichts machen. Wir können es wieder durcheinander bringen und... Vielleicht jetzt doch irgendwas mit den Käfern? Kannst du mit den Käfern da irgendwas machen? Hier, können wir ihm die Käfer geben? Mal sehen. Ihh! Die schüttet er jetzt einfach auf ihn drauf? Oh, der Arme. Ja. Was ist denn jetzt los? Der Surfer spinnt total. Total verbuggt. Das war's. Ich hab keinen Bock mehr. Ich höre auf. Na, das ging ja schnell. Sollen Sie doch sehen, was Sie davon haben. Richtig. Na gut. Eine Chance gebe ich denen noch. Aber nur noch eine. Ist ja nicht so, als könnten wir nicht einfach aufhören. Wir könnten schon, aber wir wollen nicht. Richtig. Außer die kriegen ihre Probleme nicht in den Griff. Dann ist's vorbei. Schreib denen das. Das gibt's doch nicht. Was muss denn noch passieren, damit die beiden endlich aufhören? Das ist, Damit sind schon zwei Beschwerden im Eimer. Allzu viel werden sich die beiden nicht mehr bieten lassen. Was mache ich denn jetzt? Der Server scheint wieder bugfrei zu sein. Zumindest arbeitet er wie immer. Nimm doch einfach das doofe Fässchen. Der Dämon könnte es... Im Ring können wir auch nichts machen. Hier können wir auch nicht. Vielleicht irgendwie... Ich weiß nicht. Doch nochmal mit denen reden oder so? Doch das nochmal durcheinander bringen? Ich glaube, ich habe die Datenbank schon genug strapaziert. Ach so, das kann ich also gar nicht mehr machen. Damit sind schon zwei. Ja, okay, das wiederholt sich. Der Server scheint wieder bugfrei zu sein. Zumindest arbeitet er wie immer. Ja, das werden wir aber ändern. Die Frage ist, wie? Können wir hier vielleicht jetzt was machen? Diese Teufelsmaschine wird von dem haarigen Dämon auf der Rückseite gesteuert. Irgendwie muss ich ihn bei seiner Arbeit stören. Solange das Spiel läuft, ist mit dem Zaubererlehrer und dem Krämer nicht viel anzufangen. Das wollen wir ändern. Diese Teufel... Ja, vielleicht können wir hier was machen. Diese Teufel... Irgendwie... Irgendwas lässt sich bestimmt hier machen. Also das Tintenfässchen. Da haben wir Pech. Diese Teufel... Irgendwie... Was weiß ich? Strom oder so? Nicht. Was habe ich denn noch übersehen? Vielleicht auch noch mal quatschen mit denen und die überzeugen? Entschuldigung. Die technischen Probleme scheinen sich zu häufen. Und trotzdem spielen sie noch immer. Warum spielen sie trotz der technischen Probleme immer noch? Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll. Da will man in Ruhe spielen und die Technik macht einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Ich habe darauf keine Lust mehr. Noch einmal so ein Chaos und das war's für mich. Voll so ein paar Sekunden Na komm, nur nicht spielen schauen können. Schauen wir mal kurz, ob bei der Führerscheinausgabestelle etwas los ist. Wenn's sein muss. Wollen Sie nicht vielleicht doch einfach aufhören? Vielleicht hast du recht. Nur noch dieses Formular ausfüllen. Und ich brauche neue Brillentücher.
Und wir wollten uns noch die Mietzuschussbescheinigung beim Einwohnermeldeamt abholen. Ah, richtig. Aber dann können wir auch gleich noch die Leihfristen der Bücherei verlängern. Vielleicht ist sogar eines der Bücher überzogen. Ich fürchte, ich muss noch für ein drittes technisches Problem sorgen. Okay. Also dann, man sieht sich. Also noch ein drittes Problem. Aber vielleicht lassen Sie sich dann so ein bisschen überzeugen oder so? Oh, schwierig. Wird ja einfach hier die Stecker oder so machen, aber das Tintenfässchen ist halt auch so komisch. Ich traue dieser ganzen Technik nicht. Für mich ist das alles Magie ohne Magie. Genau. Irgendwas muss man doch tun können. Was ist mit dem Papierkorb? Na, den Ring werden wir wohl nicht da reinwerfen. Vielleicht doch noch mal irgendwas draußen? Vielleicht habe ich doch noch irgendwas übersehen. Vielleicht können wir den Ast draußen holen oder hier, was mit dem Abfluss? Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Da ist das Schild, da können wir nicht rein. Tja, gehe ich eher noch mal so ein bisschen vor die Tür. Vielleicht was mit dem Karnickel? Ich habe schon genug Krabbelviecher mitgenommen. Das Glas ist ja jetzt auch weg. Da kann man jetzt auch gar nichts mehr machen, sehe ich. Doch was mit diesem Ast oder Baum? Sich einen Ast abknipsen und keine Ahnung? Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist. Aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Komm hierher, Kleiner. Komm. Okay. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Ich meine... Der kommt ja auch immer wieder zurück, der Kleine. Betrachte das Schild. Vielleicht können wir ja noch irgendwo anders hingehen. Sumpf des Todes. Sumpf? Tja. Nee. Also da können wir nichts machen. Wie kriegen wir das technische Problem hin? Das dritte technische Problem. Die Tür ist verriegelt. Der Zauberer... Der soll mal wiederkommen und uns das Zaubern beibringen. Warte, ist hier noch was vielleicht da? Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Solange der Krämer dieses seltsame Spiel spielt, wird hier nichts mehr verkauft werden. Das ändern wir. Das muss der... Ja. Solange der... Aber hier ist irgendwie nichts. Das ist das, was so schade ist. Und ich höre hier immer so Fliegen. Da muss irgendwas sein. Hey, was haben Sie da eben versteckt? Gar nichts. Aha. Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Ich habe gesehen, dass Sie etwas gegessen haben. Und dann haben Sie es versteckt, als Sie mich gesehen haben. Was war es? Ach was, ich habe gar nichts gegessen. Oh doch. Es war ein langes, gelbes Ding. Und wenn schon? Da ist eine ganze Kiste geliefert worden. Und ich bringe den Rest zum Server, sobald ich meine nächste Pause habe. Ach so. Das ist Essen für den Dämon? Ich besorge mal mein Magier-Diplom. Das ist Nahrung für den haarigen Dämon im Gasthaus? Was für ein Dämon? Das ist ein Affe. Ein was? Ein Affe. Und Affen mögen Bananen. Und ich auch. Sie essen Dämonennahrung? Kann ich so ein Bananending haben? Woher kommt das Essen für den Server? Woher haben Sie die Dämonennahrung? Die Rollenspielfirma schickt jede Woche eine Kiste per Luftfracht. Ich nehme sie in Empfang und bringe sie ins Gasthaus. Okay. Und Sie dürfen sich einfach ein paar von diesen Dingern aus dem Korb nehmen? Und es stört niemanden, wenn Sie sich jedes Mal ein paar von den Dingern genehmigen? Naja, so ganz offiziell ist das vielleicht nicht. Was wäre, wenn der Erzmagier davon erführe? Ich könnte den Spielern davon erzählen. Die beiden Spieler regen sich sehr über technische Schwierigkeiten bei ihrem Rollenspiel auf. Ja und? Könnten die Schwierigkeiten damit zusammenhängen, dass dem haarigen Dämon sein Essen vorenthalten wird? Na, also, nein, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie wäre es, wenn wir den Händler und den Zaubererlehrer fragen, ob sie das für möglich halten? Immerhin zahlen sie viel Geld dafür, dass das Spiel funktioniert. Also, ich... Und falls es doch an den fehlenden Früchten liegt, wollen sie vielleicht ihr Geld zurück. Also schön, hier hast du eine Banane. Du musst die Schale abziehen, bevor du sie essen kannst. Und nun verschwinde. Vielen Dank. Okay, er hatte zwar noch gar nicht nach einer Banane gefragt, da wäre ich eigentlich noch hingekommen, aber na gut. Ja, dann haben wir jetzt eine Banane. Das ist schon mal mehr, als was wir vorhatten. Und mit einer Banane, worauf ich jetzt nicht gekommen wäre. Also klar, am Anfang dachte ich so, Affe, Banane ablenken. Aber hey, jetzt haben wir sogar eine. Das finde ich gut. Ja, dann lenken wir ihn jetzt ab. Das wird ja wohl das dritte dann sein. Hier. Vielleicht kann ich ihn damit ablenken. Hey, Dämon, schau mal, was ich hier habe. Was ist denn jetzt? Kannst du noch was tun? Nee, alles steht still. Ich habe ein Lag. Lag! Juhu! Das war das dritte Problem. Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Genau. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft. Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden. Der Zaubererlehrer muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen? Genau. Wuhu! Das waren unsere drei Serverprobleme, die haben wir jetzt hinbekommen. Okay. Offline. Das Spiel ist vorbei. Ob er sich darüber freut? Ich weiß nicht, irgendwie. Können wir das jetzt nehmen? Der Dämon. Nein, das möchte er nicht. Für eine dritte Beschwerde hat es nicht mehr gereicht. Aber die beiden haben aufgehört zu spielen. Das ist das Entscheidende. Voll still auf einmal. Das Spiel ist vorbei. Ja, irgendwie ist er so ein bisschen gaga jetzt, der Affe. So, der weiß wohl anscheinend nichts mehr mit sich anzufangen. Und, die Maschine? Die Maschine ist völlig tot. Ohne den Server scheint nicht zu laufen. Aber das ist doch toll. Das Klebeband. Eine Rolle mit einem durchsichtigen Band. Nimm es mit. Es klebt. Das ist gut. Wir wollen das Klebeband haben, für was auch immer. Ja, Maschine tot. Mal gucken, ob die beiden jetzt draußen sind. Dann haben wir ja unser Ziel erreicht. Guck mal, wer da wieder steht. Und das ist sogar ein Faun. Voll cool. Der Krämer ist ein Faun, das hat man gar nicht so gesehen. Und in die Zauberschule kann man jetzt auch gehen. Ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part von The Book of Unwritten Tales. Tschüss.